Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Genau, beim letzten Mal haben wir mit dem Hogwarts Mystery Let's Play aufgehört, als wir in diesem Korridor standen und gemerkt haben, wir haben überhaupt nicht genug Energie, um das Buch zu finden, was wir brauchen, um duellieren zu lernen. So, jetzt können wir aber damit beginnen und ich denke, die Energie reicht auch aus, weil das ja nur auf eine Stunde konzipiert ist. Und wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, wir haben ja eine gruselige Stimme gehört. Oder eine, weiß nicht, eine unbekannte Stimme besser gesagt. Und wir fragen uns, wer die ist. Bin echt gespannt, Leute, wen oder was wir da finden werden. Und ich habe gerade irgendwie das Gefühl, doch, das reicht, oder? Wir haben jetzt noch 6 Energy und damit. Sollten wir? Ja, wir sollten es damit schaffen. Erfolg. Gut, dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Ich bin ja echt gespannt. Und wir haben immerhin schon mal das Buch gefunden. Ah, und schau mal, hier steht schon, uns für das Duell gegen Merula trainieren. Merula. Oh, was passiert? Oh mein Gott, was ist los? Ist das Buch verflucht gewesen? Ist das der Hinweis auf die Stimme, die wir gehört haben? Ah, was? Was passiert? Oh Gott! Was? Wow, das ist creepy. Das Eis ist hier, das Verlies wird sich öffnen. Das Verlies? Oh Gott! Oh, das ist ja, oh, es ist echt gruselig. Ich habe so ein bisschen Gänsehaut jetzt. Und nein, was ist das? 3 Stunden warten, um mit Ron uns wieder treffen zu können? Ah, oh, das finde ich nicht gut. Besonders können wir auch keinen Mega-Power-Trank machen, weil wir ja gar nicht das nochmal machen müssen. Oh, das finde ich jetzt blöd. Also bleibt uns gar nichts anderes übrig, als es jetzt an dieser Stelle zu beenden. Oh, hier kann man. Ach so, genau. Hier können wir uns mit Rowan dann treffen. Und sonst können wir noch nichts machen. Oh, das ist schade, Leute. Naja, gut. Dann muss ich das an dieser Stelle sogar leider wieder unterbrechen. Hallo und willkommen zurück nach der kurzen Pause. Ich werde jetzt noch ein bisschen spielen, damit die Energie über Nacht aufladen kann und ich dann keine Zeit verschwendet habe. Wir befinden uns gerade im Klassenzimmer für Zauberkunst, was daran liegt, dass ich eine kleine Lumos-Lehreinheit gemacht habe. Während ich darauf gewartet habe, dass wir unsere Mission weitermachen können. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt machen muss. Genau hier mit Drone treffen in der großen Halle. Da müssen wir jetzt weitermachen. Und die Stunden wollte ich eben nutzen, um irgendwie noch mal ein bisschen mehr Erfahrung zu bekommen. Und es hat ja geklappt. Da ist sie. Wow, das sieht auch schön aus. Aus der Perspektive haben wir das ja alles noch gar nicht gesehen, weil wir ja bisher nur bei unserer Einführungszeremonie in der großen Halle waren. Aber dann reden wir jetzt mal mit Rowan. Wie sie immer betont, dass sie verrückt ist. So, und jetzt über deine Vision sprechen. Die empfohlenen Attribute, die stimmen. Und damit können wir auch Rowan ein bisschen besser kennenlernen. Das finde ich sehr gut. Okay. Hattest du schon vorher einmal Visionen? Ich sage das. Ja, das war ganz gut. So war es auch bei dem Gopfsteinspiel. Es gibt quasi immer Antworten, die sind sehr gut. Es gibt Antworten, die sind gut. Und es gibt Antworten, die sind ja, nicht gut. Und da müssen wir immer so ein bisschen darauf achten, was Rowan so hören könnte. Dann sagen wir das. Ja, seht ihr, das war sehr gut. Juhu! Kann ich
behilflich sein. Mit Harmonie und Freundschaft. Ja. Schön finde ich auch immer, dass man seine Fähigkeiten verbessert. Und nebenbei noch die Freundschaft, was auch wieder neue Dinge irgendwie freischaltet. Und das finde ich sehr klasse. Und boah, was für geile Sandwiches essen die da bitte. Das nehmen wir? Ja. Das haben wir, glaube ich, jetzt geschafft. Ich frage mich ja übrigens immer noch, ob ich die drei Fähigkeiten irgendwie gleich halten soll oder ob ich eine quasi extra weiterführen soll und die anderen halt nur so nebenbei laufen lassen soll. Da bin ich mir sehr unsicher. Ich denke, beides hat seine Vor- und Nachteile. Aber ihr könnt mir ja gerne mal verraten, wie ihr es macht oder ob ihr euch da überhaupt schon Gedanken drüber gemacht habt. So. Yay, wir sind bald auf Level 3 mit Rowan. Okay. Oh, Meruna. Was wollen wir machen? Ich würde ihr, glaube ich, ungern wehtun, sondern sie eher blamieren. Okay, danke schön. Ah, Flitwick, das finde ich lustig. Das hätte ich jetzt nicht von ihm erwartet. Und ich wette, wir müssen jetzt zu ihm gehen. Ja, im Glockenturm. Das ist ja toll. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Da ist er. Hä, hat er nicht gesagt Glockenturm? Na gut. Das ist zwar der Innenhof, aber in Ordnung. Ich kann mir einfach Flitwick nicht als einen Meister der Duelle vorstellen. Sorry, Leute. So, was sagen wir ihm? Was sagen wir ihm? Wir sagen, um mehr zu lernen. Ich glaube, das zieht bei ihm. So. Wir müssen ihm ja nicht auf die Nase binden, dass wir uns eigentlich nur an Merula rächen wollen. So. Oh ja, Expelliarmus. Das finde ich, dient jetzt nicht unbedingt dazu, sie zu blamieren, aber okay. Gut, an der Stelle höre ich jetzt mal wieder auf und mache eine kleine Pause. So, jetzt haben wir wieder aufgefüllte Energie. Das heißt, wir können mit Flitwicks Lektion starten und Expelliarmus lernen. Ich mochte übrigens früher diesen Zauberspruch ultra, ultra, ultra gerne. Ich habe den echt geliebt. Und ja. Okay, dann fangen wir doch mal an. Der hat auch wieder 5 Sterne. Geht aber auch nur eine Stunde. Das heißt, diese Sternanzeige füllt sich unglaublich schnell auf. Ich hoffe deshalb, dass wir das jetzt wirklich mit einem Mal schaffen und beenden können. Damit es einfach mal auch weitergeht im Let's Play irgendwie. Doch, das sollte doch klappen. Ja, super. Können wir es. Wir kriegen Münzen. Und ich hoffe, wir können uns auch irgendwas aussuchen. Mal schauen. Nee, ich glaube nicht. Das kommt ja dann immer vorher. Ach man, wäre schön gewesen. So ein bisschen Wissen oder Empathie oder Tapferkeit wäre schon cool. Naja. Oh, okay. Ja, machst du? Das hängt gerade ganz schön. Jeder sagt mir, dass ich Talent habe. Ach, ja. Okay. Ach, Ben? Wirklich? Was versprechen Sie mir, dass Sie sich duellieren werden? Was sag ich? Ich sag das jetzt, ich kann es ja sagen. Okay. Wie gesagt, ich finde immer, wenn wir sowas sagen können, was eins dieser drei
Dinger beinhaltet. Sollten wir das tun? Oh nein. Okay. Ups. Okay. Ich bin brav. Ich merke gerade auch, es wäre auch dumm gewesen, versprochen zu sagen, dann wäre, glaube ich, richtig enttäuscht gewesen. So. Jetzt müssen wir wieder 3 Stunden warten, bis wir uns mit Rowan treffen. Merkt ihr was? Wir haben hier 1000 Pausen. Aber mit Ben können wir sprechen. Das ist so eine Freundschaftsquest und das machen wir jetzt erstmal. Ein bisschen Energie haben wir ja noch. Aber da können wir auch keine Lektion starten. Deshalb ist das, glaube ich, das Beste. So, was ich immer noch nicht verstanden habe, sind die Ladezeiten des Spiels. Aber jetzt sind wir hier. In der großen Halle ist Ben und wartet auf uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Ben ist jetzt nicht so mein Favorit. Und Rowan irgendwie auch nicht. Ich finde, die beiden gehen echt in so Extreme, was ich nicht so cool finde. Aber wir sind halt irgendwie auch so eine kleine Nerd-Gruppe, ne? Ich hoffe, da kommt bald noch jemand dazu, der cooler ist. Da fehlt, glaube ich, einfach noch jemand aus Hufflepuff. Und aus Slytherin, natürlich. Ich habe übrigens von euch erfahren, dass Rowan immer in die Häuser geht, in die ihr auch geht. Ich war mir da halt so unsicher, weil in der Winkelgasse machte sie auf mich so den Ultra-Ravenclaw-Eindruck und ich dachte mir dann, okay, sie kommt auf jeden Fall nach Ravenclaw. Egal, wo wir halt hingehen. Aber sie kommt wohl immer mit, was ich irgendwie, weiß nicht, komisch finde, weil ich finde, man kann durchaus auch mit ihr befreundet sein, wenn man nicht im gleichen Haus ist. Aber gut, denn ich finde es einfach irgendwie, weiß nicht, für Rowan merkwürdig, wenn sie nach Slytherin kommen würde oder so. Das ist irgendwie komisch. Naja. Ich verstehe wirklich die Ladezeiten von dem Spiel nicht. Manchmal, wenn man denkt, das geht ultra schnell, dauert es so lange. Und manchmal, wenn man denkt, okay, jetzt laden wir so eine ganze Lektion, das dauert sicher eine Weile, dann geht es super schnell. Ich weiß nicht, ob das an dem Spiel liegt oder an meinem Internet. Das schwankt nämlich manchmal so ein bisschen. Keine Ahnung. So, da sind wir. Okay, wow, hier ist ganz schön viel los. Waren wir nicht, bevor wir bei Flitwick waren, auch mit Rowan hier und haben was gegessen? Das ist ja jetzt auch schon eigentlich, na gut, ich habe halt zwischendrin geschlafen, aber selbst im Spiel müsste es ja eine Weile her sein. Und hier sitzen gefühlt noch mehr Menschen und essen. Und da stehen jetzt auch Truthähne. Wir haben ja eben, ach, schaut mal, wir können ja mit anderen Leuten reden. Was ich aber sagen wollte ist, da stehen jetzt ja auch Truthähne, wir haben eben Sandwiches gegessen. Was passiert denn, wenn wir hier mit anderen Leuten reden? Nicht viel? Okay, und? Okay, alle machen sich Sorgen um Ben. Naja, dann gehen wir mal zu Ben. Ach, der sitzt ja auch ganz alleine. Oh, schaut mal. Wow, da sitzen sie, die beiden. Cool. Naja, er sitzt ja auf jeden Fall ganz alleine. Dann reden wir mal mit ihm. Oh nein, was hat er denn? Ach Quatsch, Ben. Quatsch. Du musst deine Angst überwinden. Ich fürchte mich auch. Ich glaube, wenn wir das sagen, das tut ihm gut. Oh Mann, echt, ne? Lebensmittelvergiftungen. Okay, jetzt können wir so eine Freundschaftsquest mit ihm machen. Ich weiß nicht, warum die halt Geld kosten, aber okay. Es gibt so viel. Ich sag ihm, jeder hat hin und wieder Angst. Oh, das war sogar das Beste. Ich glaube, wir sind sozial ziemlich, ziemlich gut. Ah, okay, ich hätte noch was Besseres sagen können. Aber gut. Immerhin haben wir Wissenspunkte bekommen.
Jetzt essen sie schon wieder. Esse ich auch? Ja, ich habe das Gefühl, immer wenn ich in dieser großen Halle bin, esse ich plötzlich Sandwich. Dreimal am Abend. Gryffindor steht für Feigheit und nett. Du bist tapferer, als du denkst. Ist ja auch nett, ey. Gryffindor steht für Feigheit. Ich gehöre in die Welt der Muggel. Gott, du kannst niemals zurückkehren. Ey, wäre ich nicht so ein netter Mensch, würde ich es vielleicht mal verhauen, aber... Du gehörst nach Hogwarts, Ben. Ich bin ja nett, ne? Ja, wir haben es geschafft, ihn aufzumuntern. Ja. Und? Wie viele Levelpunkte kriegen wir? Oh, schaut mal, jetzt sind wir auch mit Ben auf Level 2 und haben dafür sogar 5 Edelsteine bekommen. Schön. Du bist einer meiner besten Freunde hier. Also ich wette jetzt, dass ich, Ben und Ron so ein goldenes Trio bilden. Und wir kriegen sogar noch ein paar mehr Sachen. Und wir sind Empathie Level 4 aufgestiegen. Und wir sind komplett Level aufgestiegen. Das ist doch cool. Das bedeutet, wir haben jetzt auch wieder Energie. Aber ich glaube, das Einzige, was wir machen müssen, ist ja tatsächlich uns mit Rowan treffen. Und das können wir noch nicht. Deswegen denke ich, ich werde das Let's Play jetzt hier zwar beenden. Das ist lang genug geworden. Ich werde in der Zwischenzeit aber nochmal so einen Mega-Power-Trank zubereiten. Das ist auch als Tipp von mir immer eine super tolle Möglichkeit, solche Zeiten zu überbrücken. Denn ihr könnt diese Lektion so häufig machen, wie ihr möchtet. Allerdings bekommt ihr immer tatsächlich diese Belohnungen und XPs dafür. Und gerade bevor ihr euch ärgert, weil ihr irgendwie warten müsst super lange auf irgendwas, macht einfach so eine Lektion und verbessert euch, und das kommt euch ja nur zugute. Genau, und mit dem Tipp höre ich dann für heute auf mit dem Let's Play, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dann!